Hallo Leute, es geht in den Dschungel. Es geht ins Dorf Gollo. Ja, wir überholen hier auf der Autobahn. Hier. LKWs müssen wie in Deutschland rechts fahren. Zack, ich gehe Vollgas vorbei. So, ja, wasserdicht ist die Karre natürlich auch, Freunde. Das ist die Schnellstraße hier. 100 ist erlaubt. Aber meistens kann man hier nicht fahren. Die Kinder empfangen mich hier schon. So. Und da sind wir auch schon im Dorf, der Bageli. Ganz genau, hier. Mutti mit Kind, ne? Und so, ne? Freuen sich alle hier, da wird schon gearbeitet hier. Ein bisschen was zu essen. Ein paar Kochbananen hier. So. Black Blinky ist auch da. So, Machetenboy. Ja, wir haben Spaß hier. Die Kiddies, ja, yeah, ja. Yeah. Die sehen mich hier wieder. Ja, mit der Maske da komme ich gut ran. Das ist ein See, der Chef des Ladens, Grillstoff-Fan, und er hat mich eingeladen hier. Und jetzt geht's los, Freunde. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. So, Bisang war am Fluss und hat geerntet. Flussfische in ihrem Körbchen hier. Das ist ja so eine Fangmaschine. Oh. Ah, dankeschön. So, Black Johnny freut sich natürlich. Da springen sie rum. Oder liegen sie rum. Flussfische. Da geht's hier, Freunde. Nicht abschrecken von der Zubereitung hier. Die machen das seit 100 Jahren so, oder seit Hunderten von Jahren. So, hier, da wird schon gehackt. Bannisse hier links, hier. So, wollen wir mal ausschütten hier in so einem Topf hier. Ah, da springen noch ein paar rum. Ah, nicht weglaufen, mein Freund. Aber Black Johnny fängt ihn schnell wieder ein. Oder vielleicht doch nicht. Ich lasse es mal die Frau machen hier. Sie hat mir gesagt, sie beißen. Naja, dann mal kurz ein bisschen Abstand halten. Black Blinky hilft dabei, ja, beim Fangen. Und er ist wieder gelandet. So. Da zappeln sie noch. Jetzt kommt ein bisschen Wasser rein. Keine Panik, ist kein Benzin. So. Ja, so machen die das hier, Freunde. Ich kann nichts dafür. So. So, und jetzt werden die Fische alle tot hier. Natürlich hier entbeint quasi, oder die Gedärme rausgezogen. Ganz genau. Damit das Filet übrig bleibt. Ja, vielleicht ein bisschen eklig, Freunde, für Leute, die das nicht mögen. Aber was soll's. So wird's hier einfach gemacht. Wer Fleisch isst, der muss auch hier mal zusehen. So, ihr macht das gut, Süßen, Mädels. So, das ist hier noch Nuss hier oder was auch immer. Gemachetet. So, ich schnapp mal schon ein bisschen Nachtisch hier. Nicht schlecht hier. So, hier den Aal, den Lachs sägen wir auch nochmal durch hier. Sehr gut, so wird's gemacht. Ja, yeah. Freunde. Ist vielleicht kein Rezept, was man so alltäglich nachlunsen kann. Aber es ist mal schönes zu sehen. So, was haben wir denn da hinten noch? Ich hab was gefunden. So, weg damit hier. So, ja, hier. Ein schönes Läppchen haben wir hier gefunden. Oh ja, so sehen sie aus. Entlümmelt. Ja. Grob, wie man es in Afrika macht. Mhm. So, der Junge holt Feuer. Danke, mein Freund. Das glühende Brett, Black Blinky. Muss mal kurz zur Seite hier. So, ein paar glühende Holz, ne? Noch eins dazu hier. Das wird unsere Feuerstelle hier. So, ein bisschen pusten. Und dann kommt auch schon ein bisschen Feuer. Ja, richtig gesehen. So, ein paar kleine Zweige dazwischen geballert. So, hier, sehr gut. So, nun, ich gucke hier mal durchs Loch durch hier. Ja. Da brennt auch schon ein bisschen was und der Topf fängt an Feuer zu schlagen gleich. Er kommt gleich drauf. So, aber wir sind noch nicht ganz fertig hier. Machen wir noch ein paar Zwiebeln rein. Basilikum tun wir dann noch rein hier. Und das Zitronengras kommt gleich auch noch hinterher gelunzt. Natürlich, das volle Programm. Jawohl, hier ist es auch schon. Ne, ist es noch nicht. Hier ist immer noch Basilikum Sancti. Da kommt auch das Zitronengras. Danke, mein Girl. Ja,
reingewämst. Da brauchen wir auch kein Messer, man reißt es einfach auseinander. So. So wird seit hunderten von Jahren hier gekocht. Wasser rein. Ja. So. Deckel drauf. Dutch Ofen quasi. Jetzt werden hier ein paar grüne, naja, Chilis, ich weiß nicht, welche Sorte das ist. Sie waren verdammt nochmal scharf, Freunde. Ja, gerieben. Ganz genau, so. Paste des Glücks, würde ich sagen. So darf man sich nicht in die Augen schmieren. Aber Löffelchen nehmen und dann rein in den Topf. Freunde, das gibt Geschmack. Ja, diesmal keine Fertiggewürze drin. Nur für euch. Das nicht lecker aus. Ja. Deckel drauf. So. Und jetzt, Freunde, kommt das ganze Ding hier aufs Feuer und wir lassen es kochen. Ja, sehr schön. Dazu noch ein paar Kochbananen hier. Ja, die sind hier sehr beliebt. Na, mal gucken. Mach mal ruhig fertig, Schätzchen. Ah, pell das Ding. Ja, die Girls wissen, was sie tun hier. Zack, das ist nicht das erste Mal, dass sie so ein Ding geschält haben. So, gepellt das Teil. Kommt natürlich dann ab in den Topf hier. Ja. So. Und ich versuche mich auch mal da dran hier. Ah, es klappt. Ja, die alte Schule noch, ne? Alte Bananenwämser. So, jawohl. Ich teile es nochmal. Vorsicht, dass man sich nicht in den Finger wämst, aber ich habe geübt. Öfter mal reingehauen. So, wir noch mal rumgewaschen hier. So, machen das die Girls hier einmal im Wasser. Und dann wird das natürlich das Baby danach drin gewaschen. Ist ja ganz klar, ne? Hier wird nichts verschwendet. Schönes Bananenwasser für das Kind. So, hier wird noch ein bisschen eine Stange abgehauen hier. Also ein Brennholz hier. Kann man natürlich immer gebrauchen. Trocknet. So, zack hier, ja. Und dann nehmen wir noch ein bisschen platt hauen. Dann kann man dann wieder was dazu schieben hier. So, ja, hier, so wird Feuer gemacht. Ein bisschen spreizen. Ganz genau. Und dann hinlegen, ein paar kleine Stifte machen, damit man die da an der Seite so reinschieben kann. Genau. So, die kleinen, die brennen ein bisschen schneller. So, Freunde, zweite Kochstelle starten wir machen. Da dicke Steine und von den Seiten werden die Hölzer reingeschoben. Bisschen Asche haben sie, ein bisschen Glut. Da wird ordentlich gepustet. Ja, leider benutzen die Leute hier Plastik zum Grill anzünden quasi. Und das sind so alte Plastiktüten, wo Whisky drin war. Den gibt es so einen kleinen Probierdöschen, also quasi als Pinchen. Ja, ich glaube, ich muss mal was tun, dass die richtige Anzünder hier nach Afrika kriegen. So, Topf drauf, das Feuer brennt unten. Und jetzt werden die Kochbananen gelunzt. Und hier werden schon mal die Bananenblätter hier vorbereitet für einen Snack. Der Bageli. Und hier wird was reingefüllt. Nämlich das weiße Zeug ist kein Reis, sondern Maniok. Und das wird dann fermentiert. Und daraus wird dann Baton. Oder Berton. Ich weiß auch nicht genau, wie man das spricht. Die Jungs und Mädels machen das hier gut. Oh, so ein langer Riemen. So mag ich das. Schön. Ja, die wissen, was sie tun hier. Richtige Wurstmaschine hier. So, Garn drum an den Enden. Da auch nochmal in der Mitte. Und dann schön fertig gelunzt. Ja, damit nichts raus kann. So, Freunde, ich bin zurück. Ja, jetzt gucken wir hier mal am Fisch hier. Ah, sieht ja schon mal ganz gut aus hier. Es ist gar. Ah, Topf kann runter, würde ich sagen. So. Und jetzt kommt's hier zum Präsentieren, Freunde. So, hier. Lecker Fisch. Fisch auf den Tisch. Deckel ab. Bisschen, die Kinder haben schon ein bisschen gelunzt. Durften sie natürlich, Freunde. So, haben nicht mehr viel übrig gelassen, aber reicht für eine Johnny-Portion. Ist ja nicht schlimm. So. Sieht zwar jetzt nicht so aus wie der super Appetitanreger, aber es hat geschmeckt, Freunde. Natürlich ein bisschen auf die Gräten aufpassen. Das sind so kleine Snacks, so als ob ihr Chicken Wings essen würdet. So müsst ihr euch das vorstellen. Und dazu gibt es natürlich die Kochbananen hier. Zeigen wir nochmal, hier sind sie. Im Wasser kochen, wenn sie weich sind. Tada! Die Black präsentierend.
Dazu gibt's natürlich ein Bananchen. Jawohl, als Beilage. So, die sind nicht so süß, die sind so kartoffelähnlich, Freunde. Tada! Ja, hier. Der Flussfischtopf. Für euch frisch gedopft. Also wenn ihr mal am Fluss seid und ganz viele kleine Fische euch schnappt, dann könnt ihr das nachlunzen. So, wir testen mal hier. Erstmal hier so eine... Ein Stückchen Fisch. Ganz gut, ne, Schätzchen, oder? Sie probiert auch natürlich mal, ne? Sie hat es natürlich gefangen, ne? Ganz klar. Oh, kennst du ja, ne? Und dann Bananchen rein. Freunde, es ist scharf von der Paste, aber gut. So, ja. Und zack, noch ein Schlechlein hier reingeballert. Und dann ein Bananchen hinterher. So wird hier gegessen, Freunde. Ja, Boys and Girls, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ganz genau, ja. Yeah. Black Johnny. Danke ans Dorf für diese atemberaubenden Szenen. So, Palmwein-Time. Haha, ja, jetzt kann die Party steigen. Ja, Bier ist im Dorf halt nicht so verbreitet, sagen wir so, ne, wegen Kühlmöglichkeiten. Matango nennen sie diesen Wein. Und ich tue es mal einen aus. Palmwein, da schlachtet man so eine Palme, hackt die ab und quasi die Flüssigkeit, die rausläuft, die lässt man dann so, fängt man auf und lässt sie einen Tag gären, dass sich Alkohol entwickelt. Bei der Hitze geht das hier schnell. Und dann kann man sich sie reinpallern. Schmeckt irgendwie wie ein bisschen eine milchige Konsistenz hat das dann. Aber sehr flüssig und sehr schmackhaft. Ja, also Alkohol lässt sich hier schnell herstellen, einfach einen Baum fällen und quasi das Harz auffangen und trinken. Ah, alte Brautradition hier auf dem Dorf. Prost, Freunde, jetzt heißt es ab in Hals. Lecker. Oh ja. Das ballert rein. Ja, yeah, auch der Dorfscheriff. Tata! Gib mir 5, sagt er. Ja, noch ein Nachschlag. Ja, wir wetten hier ein bisschen um die Ecke, wer das Glas leerballern kann. Ja, Gott hat ihm geholfen. Auch Nantungo ballert sich das ganze Glas mit ihren 80 Jahren rein. Er weiß, wann es den nächsten Nachschlag gibt. Ja, ganz genau. So, Freunde, ich schütte noch mal nach hier. Matango für alle. Die große Runde. Wir haben eine kleine Party hier noch gefeiert mit den Jungs und Mädels. Hat Spaß gemacht bei euch. So, Boys and Girls, ich hoffe, ihr hattet Spaß hier. Abonnation, Daumen nach oben, nicht verpassen. Und lunzt es euch ein und ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick gekriegt, wie das Leben da wirklich manchmal spielt. Tja!